der Yamaha R6 Dunlop Cup im Rahmen der IDM unterwegs und damit auch bei der letzten Saisonstation und zwar auf dem Hockenheimring. Hier sehen Sie die Termine nochmal eingeblendet. Also wir sind auf dem Hockenheimring. Das finale Rennen, die Titelentscheidung hier in diesem ältesten Markenpokal und wir wollen drauf schauen, gehen natürlich gleich rein in die Startaufstellung. Vorher nochmal der Hinweis darauf, welche Videos es diesmal gibt. Also Superbike zusammengefasst, eigentlich ja zwei Rennen, aber schauen Sie einfach mal rein, das Ganze als ein Video zusammengefasst, die üblichen Klassen und natürlich noch das Meister- bzw. Abschlussvideo. Jetzt allerdings voll und ganz die Konzentration auf den Yamaha R6 Dunlop Cup hier in Hockenheim. Wir schauen rein in die Startaufstellung und wollen natürlich auch hier der Präsident von Yamaha Motor Deutschland, Herr Morimoto, der bedankt sich für die tolle Saison und wünscht dir Erfolg. Robin Mulhauser, der hatte Erfolg und zwar im Training. 1:33.057 und damit Pole Position für den Schweizer. Manu Antweiler auf Position 2. Er 1:33.397, 0,340 Sekunden zurück hinter Robin Mulhauser. Und der Drittplatzierte in der Startaufstellung, der war dann ganze 6.000stel langsamer als Manu Antweiler. 0,436 Sekunden Rückstand auf dem Polesetter auf Robin Mulhauser. Das ist Kuhnzählen aus den Niederlanden. Und jetzt schauen wir mal zum Viertplatzierten in der Startaufstellung. Und der Viertplatzierte der Startaufstellung, das ist der Erstplatzierte in der Gesamtwertung mit 23,5 Punkten Vorsprung, Jesko Raffin vor Lucy Klöckner, die steht ja schräg hinter ihm, Sie sehen das im Bild. Und Jesko Raffin, 3 Saisonsiege hat er auf dem Konto, 5-mal stand er auf dem Podest und dazu noch ein 7. und ein 8. Platz. Das brachte ihn also hier in diese Position, diesen Cup zu gewinnen oder gewinnen zu können. Ivan Visak mit der 54 auf Startposition 5 der Kroate vom Racing Team Hunger. Also mit Platz 3 am Salzburgring lief es da am besten in dieser Saison. Aus seiner Sicht Marc Buchner die 47 auf Startposition 6, 1,028 Sekunden allerdings schon hinter Robin Mulhauser im Trocknen. Und hier haben wir Lucy Klöckner mit der Startnummer 3 auf Startposition 7. Auch sie hatte im Training Probleme gehabt und ja, von daher nur 8 Runden zustande bekommen. Aber sie wollte hier natürlich nochmal angreifen und die braucht allerdings ein Wunder, das muss man ganz klar sagen. Gary Wegmann, die 45 auf Startposition 8, 1,087 Sekunden zurück. Und Reihe 3 geht bei uns jetzt ein bisschen schneller. Philipp von Gunten mit der 63 vom Schnock Juniors bei Romero Team. Er also auf Position 9. Dann haben wir Andreas Klambauer auf Position 10. Und wir haben Patrick Kosiniak aus Polen auf Position 11 und Alain Bonnet den Gesamtdritten des Cups auf Position 12. Also musste ein bisschen schneller gehen, denn da kam das Zeichen schon, dass alle aus der Startaufstellung raus müssen. Robin Mulhauser vor Antweiler, Zählen und Jesko Raffin, das ist die erste Reihe. Wir haben hier nochmal eine Übersicht. Ivan Visak auf 5, Buchner auf der 6, Lucy Klöckner auf 7 und auf 8 Gary Wegmann. Und dann in Reihe 3 von Gunten, Klambauer, Kosiniak und am Ende auf Position 12 Alain Bonnet. Also damit hätte es eigentlich reingehen sollen in dieses Rennen des Yamaha 6 Dunlop Cup. Sie sehen es, nasse Strecke und traditionsgemäß ja richtig viele Starter und Starterinnen hier in diesem Cup unterwegs. Und das heißt natürlich hohe Gefahr in den ersten Kurven. Also im letzten Jahr hatten wir viele, viele Abbrüche. Und auch diesmal sollte uns das Ganze hier nicht erspart bleiben. Sie sehen es, rote Flagge direkt nach dem Start. Also in den ersten beiden Kurven, da hat es ordentlich geraucht. Und da fiel auch die Meisterschaftsentscheidung. Denn Lucy Klöckner, die Gesamtzweite, auch sie hat es erwischt gehabt. Sie hatte ja sowieso schon Probleme mit dem Rücken hier. Das Training lief alles andere als optimal. Und jetzt also in Kurve 2 hat sie es getroffen. Tja, schade, schade für die junge Dame aus Sachsen. Sie wird am Ende hier Vizemeisterin. Natürlich auch ein starkes Resultat, aber den Gesamtsieg, den holt sich er hier mit der gelben Yamaha. Er heißt Jesko Raffin und damit herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn in diesem Jahr. Und Lucy Klöckner, für sie als kleiner Trost, sie hat den Vertrag beim Wilbers BMW Racing Team unterschrieben. Für sie geht's hoch in die IDM Superbike, also da werden wir sie wiedersehen. Viel Erfolg schon mal an dieser Stelle oder von dieser Stelle aus dorthin. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze
bei ihr so vonstatten gehen. Cesco Rafin, er möchte natürlich nach dem Titelgewinn hier im Yamaha R600 Cup im nächsten Jahr auch irgendwie ein bisschen vorankommen. Entweder IDM Supersport, das ist im Moment so das Wahrscheinlichste, aber da müssen wir uns auch überraschen lassen. Jetzt erstmal der Blick rein in dieses Rennen. Es wurde verkürzt. Robin Mulhauser gleich mal mit dem besten Start vorneweg. Schon eine kleine Lücke hin zu Kuhn Zehlen und dahinter, das müsste dann auch Marc Buchner gewesen sein, der sich ja im Regen perfekt auskennt. Also im Regen kommt er richtig gut zurecht hier auf der dritten Position. Dann müsste das Wieso sein. Und hier haben wir von Gunten Wisak mit dabei. Und hier Cesco Rafin. Und hinten Toni Riedel, Sebastian Frotscher nach überstandener Verletzung wieder mit dabei. Und Dominik Engelen mit der 96 am Ende des Feldes. Insgesamt starteten hier dann allerdings beim Restart nur noch 29. Emrah Kigan aus der Türkei, den hat schon in der ersten Runde wieder getroffen. Also nur noch 28 Motorräder hier unterwegs. Vorne an der Spitze, Robin Mulhauser konnte sich gleich ein bisschen absetzen. Das hatten wir schon in der ersten Runde gesehen. Und dahinter, Sie sehen es, Marc Buchner. Im Regen fühlt er sich richtig wohl. Deutlich schneller hier eingangs der Sachskurve als Kuhn Zehlen. Trotzdem, er kam noch nicht vorbei dort am Niederländer. Hier haben wir Wille Waldtonen vor von Kunden. Dahinter dann Wisak. Hier haben wir die 7. Das ist Toprak Razgatlioglu, der ja in Schleiz für Furore sorgte, zum ersten Mal sich so richtig in den Mittelpunkt gefahren hat und da ein wirklich richtig gutes Rennen gefahren ist. Und seitdem läuft es für ihn wirklich nicht schlecht. Aber wir sind ja hier in der Anfangsphase des Rennens. Toni Riedel, er fährt dem Feld da ein bisschen hinterher. Also das sieht doch sehr, sehr verhalten aus. Für ihn war es auch relativ schwierig am Sachsenring. Ja, eines seiner besten Resultate in dieser Saison. Also wie an der Perlenkette aufgereiht fahren sie hier durch, doch relativ vorsichtig. Also Sie sehen es, es war richtig nass und wir haben Marc Buchner mittlerweile auf Position 2 und hier Wieso fast der Abflug von ihm, aber er konnte das Motorrad hier gerade noch so fangen. Also das hätte auch schief gehen können. Das hatten wir hier im Laufe dieses Rennens, im Laufe der Durchfahrten hier oft gesehen. Reto Wiederkehr hat man gerade im Bild gehabt mit der 46, mit dieser weißen Maschine hier am Anfang dieser Gruppe. Der Schweizer von Startposition, ja, müssen wir mal schauen. Also da müssen wir relativ weit hinterschauen. Er gestartet von 33. Danny Merz, der Sieger von Schleiz, übrigens nicht dabei. Also wenn wir schon über Regenspezialisten sprechen, müssen wir auch über ihn sprechen. Auch bei ihm, ja, eine Runde ist er gefahren im Training, dann war es das. Also konnte hier nicht teilnehmen. Schade, schade, denn das wären auch wieder Verhältnisse gewesen, bei denen er sicherlich gut zurechtgekommen wäre. Und wir schauen mal auf den linken Bildrand, da sehen wir jetzt die Streckenposten, die in Richtung Sachskurve rennen. Da liegt ein Motorrad und das ist das Motorrad von der Startnummer 48 vom Wegner Vector Racing Team. Das ist Jewgen Sokolowski aus der Ukraine. Der hat das Motorrad da richtig böse weggeschmissen und Sie sehen es schon, also der ist hier auch nicht sofort wieder aufgestanden, musste das Rennen also erneut abgebrochen werden, denn das konnte man natürlich hier nicht machen, dass er dort liegen bleibt. Am Ende wurde es nicht nochmal neu gestartet. Robin Mulhauser gewann vor Marc Buchner und Manu Antweiler. Kuhn Zehlen auf 4 und Cesco Rafin, der frisch gebackene Meister, auf Rang 13. Alain Bonnet, er auf Position 14 und Patrick Wieso auf der 7. Welche Auswirkungen das auf die Gesamtwertung hat, schauen wir uns auch gleich an. Hier haben wir Patrick Wieso. Hier erst nochmal der Blick von 16 bis 27 auf die Platzierungen und Sie sehen es, Jewgen Sokolowski, da ja die Runde davor gewertet wird, ist er in der Wertung drinne, aber trotzdem auch von dieser Stelle aus gute Besserung an ihn. Er hat sich da zahlreiche Rippenbrüche geholt, musste da also auch ins Krankenhaus geflogen werden, aber alles halb so wild, also bis auf diese Brüche sah es erstmal schlimmer aus, als es ist. Keine Lebensgefahr, das ist die positive Nachricht, trotzdem. Also wie gesagt, gute Besserung an ihn. Und hier haben wir den frisch gebackenen Gesamtsieger 2011, Cesco Rafin. Die Platzierung sehen Sie, dieser 13. Platz, naja, komm, abhaken, völlig egal.
Er hat gesagt, es ist richtig schwierig vom Kopf her, dann hier noch Vollgas zu geben. Jetzt schauen wir noch auf die Gesamtwertung im Yamaha R6 Dunlop Cup 2011. Sie sehen es, Jesko Raffin vor Lucy Glöckner, die Vizemeisterin wird. Alain Bonnet wird Dritter, Patrick Wieso auf der 4, Danny Merz auf 5, Robin Mulhauser auf Rang 6, obwohl er viele, viele Rennen auslassen musste. Kuhn Seelen, Buchner, Riedel von Gunten, Klambauer. Dann haben wir Matthew Binz, Waldhunen, Neubert und Manu Antweiler. Und wir beginnen mit dem drittplatzierten von Racing 53 AC Gotek aus der Kehle, Manu Antweiler. Auf Platz Nummer 2 von Team AC Gotek aus Königswisser, Manu vom Harder RFC Racing Team aus Cesco Pelotz, Robin Mulhauser. Die Pokale werden übergeben vom Präsidenten von Yamaha Motor Deutschland, Herrn Morimoto. Mit dabei bei der Pokalverleihung und im Rahmen dieses Finallaufes haben wir natürlich auch einen Meister festgestellt. Und den wollen wir jetzt auch mit auf die Tüte bitten. Das ist von Simon Romero, 24 GP aus der Schweiz. Jesko Raffin.